Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videoformat auf meinem Kanal. Ich nenne das Ganze Currently Juli Bücher und das ist ein Format, was ich jetzt gerne wöchentlich einführen möchte und was so ein bisschen mein Lesemonat, meine Neuzugänge ersetzen wird. Ja, ich versuche das mal zu erklären, was ich mir dahinter gedacht habe. Es ist nämlich so, dass ich schon eine ganze Weile ziemlich unzufrieden mit meinen Lesemonaten bin, nicht in dem Sinne, was in meinen Lesemonaten passiert, also nicht bezüglich der Bücher, sondern wie ich das Ganze hier auf YouTube präsentiere. Der Punkt ist, dass ich, wenn ich jetzt das Video im gesamten Stück abgedreht habe, also zum Beispiel alle Bücher, die ich jetzt in einem Monat gelesen habe, mir nehme und dann euch meine Meinung präsentiere, habe ich festgestellt, dass ich oft vergesse, was in manchen Büchern vorkam, wie sie mir gefallen haben, weil es halt eben schon einen Monat her ist. Dann habe ich angefangen, das Ganze umzuändern, wie es ja auch manch andere Booktuber machen, und habe Videos gedreht, wo ich immer über die einzelnen Bücher spreche, also so kleine Schnipsel, wo ich dann einmal die Woche gedreht habe und immer sozusagen über die Bücher gesprochen habe, die ich in der letzten Woche beendet habe, und habe diese Videoschnipsel zusammengeschnitten. Hat mir ein bisschen besser gefallen, ist aber auch etwas, womit ich einfach nicht hundertprozentig zufrieden bin, weil auch da der Ton dann teilweise nicht gepasst hat, weil der eben von den unterschiedlichen Videoschnipseln ja halt eben unterschiedlich war. Dann musste ich das alles zusammenschneiden. So die Übergänge hat mir auch irgendwie nicht so richtig gefallen, weil ich jetzt auch nicht super bewandert darin bin, muss ich jetzt dazu sagen. Und was eigentlich mein größter Kritikpunkt ist, ist einfach, dass diese Videos immer am Ende des Monats bzw. am Anfang des neuen Monats online kommen und ich mich dann erst mit euch austauschen kann. Und dann ist eben für mich auch schon wieder ein Monat her ist, dass ich diese Bücher gelesen habe. Und ich möchte mich einfach zeitnah mit euch austauschen, ich möchte zeitnah darüber sprechen und es veröffentlichen, welche Bücher mich aktuell beschäftigen. Und deswegen bin ich eben auf diese Idee gekommen, das jetzt im wöchentlichen Format zu machen. Wollte da jetzt aber nicht nur wöchentlich über die Bücher sprechen, die ich gelesen habe, sondern prinzipiell einfach alles reinpacken, wöchentlich, was mich aktuell in Bezug auf Büchern oder aber auch Serien, Filme, Fernsehsendungen oder so beschäftigt. Deswegen heißt das ganze Format Currently Juli Bücher, weil es eben, weil ich sozusagen Juli Bücher bin und dann es alles beinhalten soll, was mich aktuell beschäftigt. Und das ist jetzt das erste Video zu dieser Reihe und ich probiere das jetzt erstmal aus. Ich muss selber erstmal gucken, wie das bei euch ankommt, wie ich damit klarkomme. Es ist natürlich auch immer so, dass ich mir jetzt vornehme, wirklich einmal die Woche zu drehen und dann mich eben wirklich auch länger hinsetze und dieses Format drehe. Da muss ich erstmal gucken, ob das so für mich funktioniert. Vielleicht werde ich dann auch mal zwei Wochen zusammenpacken oder ähnliches. Im Endeffekt ist es so ein bisschen wie ein Weekly-Vlog, nur nicht als Vlog, sondern als ein gesamtes gedrehtes Video, wo ich auch einfach so spontan ein bisschen reden kann über das, was mich aktuell beschäftigt. Und ja, ich habe mir jetzt für die letzte Woche, das heißt für die erste Novemberwoche, einige Notizen gemacht, worüber ich gerne sprechen möchte, was mich so ein bisschen beschäftigt hat diese Woche, was wirklich zum Großteil eigentlich sich um Bücher dreht. Und das ist schon eine recht lange Liste geworden, deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und als erstes war es natürlich diese Woche die Woche des Lockdowns, beziehungsweise des Anfangs des Lockdowns. Ich muss dazu sagen, bei mir hat sich nicht viel geändert dadurch. Also ich bin ganz normal arbeiten gegangen. Ich, ja, sowas wie Kino und so, was er jetzt wieder geschlossen hat, habe ich vorher auch nicht groß genutzt. Von daher vermisse ich das jetzt nicht. Man kann ganz normal einkaufen. Ich hatte auch die Möglichkeit, meinen Bibo-Ausweis zu verlängern, weil die Bücherei auf hat. Also das war alles überhaupt kein Problem. Deswegen war es für mich wirklich auch eine ganz normale Lesewoche, sagen wir mal. Und ich habe in dieser Woche drei Bücher beendet. Ich werde mit euch aber nur über zwei Bücher sprechen. Warum, erfahrt ihr dann auch. Und das erste Buch, was ich beendet habe, ist auch das einzige Buch für dieses gesamte Video, was ich euch jetzt in die Kamera halten kann. Und das ist Harry Potter and the Goblet of Fire von J.K. Rowling in der illustrierten Ausgabe. Ich habe jetzt hier nur den Schutzumschlag, weil dieses Buch unheimlich schwer ist. Und ja, ich habe dieses Buch beendet. Ich glaube, ich brauche über den Inhalt nicht groß irgendwas erzählen. Es ist der vierte Teil von Harry Potter. Hier geht es eben um das ganze Trimagische Turnier, wo drei Schulen, also die drei magischen Schulen, die es gibt, oder die es zumindest in diesem Buch gibt, zusammenkommen und dann in einem Wettbewerb gegeneinander antreten. Und Harry Potter wird da so ein bisschen
unfreiwillig reingezogen, sagen wir mal, und ja, das Ganze nimmt seinen Lauf. Mir hat das Buch wieder sehr gut gefallen. Ich glaube, so den Inhalt kann ich gar nicht mehr so richtig bewerten, weil ich den einfach auswendig kenne. Also sowohl von den Büchern her als auch von den Filmen. Was mir natürlich wieder aufgefallen ist, ist, dass hier beim Buch einiges oder ein bisschen was anders ist, was jetzt im Film nicht drin ist, einfach, was mir auch wieder sehr gut gefallen hat. Also gerade in dem vierten Teil ist es so, dass sich Hermine sehr viel um diese Hauselfen, also sich um dieses Thema oder mit diesem Thema beschäftigt. Und das ist halt im Film so gar nicht drin. Das finde ich ein bisschen schade, aber ja, das mochte ich hier am Buch wieder. Die Illustrationen waren großartig. Ich muss aber dazu sagen, mir haben teilweise ein paar Illustrationen gefehlt. Also es waren ganz viele Seiten dabei, wo es jetzt gar keine Illustrationen gab. Und ich mir dachte, na wenigstens so eine kleine am Rand oder so eine Umrahmung des Ganzen hätte es mir dann irgendwie ein bisschen schmackhafter gemacht. Gerade weil es eben auch auf Englisch war und ich mich da ein bisschen schwer getan habe. Ich habe das Buch jetzt lange, lange, lange mit mir mitgezogen und halt immer mal wieder gelesen. Aber ich habe tatsächlich am 1. November das Ganze dann beendet und ja, ich liebe einfach Harry Potter. Aktuell kommen auch die Filme wieder im Fernsehen und die ja, nehme ich jetzt aktuell wieder auf, damit die auf unserer Festplatte wieder gespeichert sind. Und ich freue mich auf jeden Fall jetzt, also in der Woche, wo ihr das Video seht, kommt auf jeden Fall auch der vierte Teil im Fernsehen. Und ja, mal gucken, ob ich den dann auch direkt zeitnah schauen werde. Auf jeden Fall kann ich euch diese Bücher sehr empfehlen, auch wenn sie doch eine ganze Stange Geld kosten. Aber man muss sagen, das lohnt sich wirklich. Wenn ihr, wie ich, ein bisschen geizig seid dann, und kein Problem mit Englisch habt, dann kauft euch die englischen Ausgaben. Die sind nämlich billiger als die deutschen. Und das war für mich eigentlich auch so der Hauptgrund, warum ich angefangen habe, die Bücher auf Englisch zu sammeln. Und ich glaube, im nächsten Jahr soll hier der fünfte Teil rauskommen in der illustrierten Ausgabe. Ich freue mich riesig drauf, werde den auf jeden Fall kaufen bzw. mir wahrscheinlich zu Weihnachten wünschen. Und ich habe aber jetzt schon wieder ein bisschen Angst davor, wie dick bzw. schwer der sein wird, weil der wiegt, glaube ich, schon 2 oder 2,5 Kilo und der fünfte ist ja nochmal dicker und ja, wir werden sehen. Das zweite Buch, was ich in diesem Monat gelesen habe, war ein Rezensionsexemplar und zwar Die Hornisse von Mark Rabe. Das ist der dritte Teil und die ersten beiden Teile sind Schlüssel 17 und Zimmer 19. Ich war ein bisschen irritiert, dass jetzt Die Hornisse irgendwie so gar nicht vom Titel her dazu passt. Aber okay, es ist auf jeden Fall der dritte Teil der Tom Babylon-Reihe und Tom Babylon ist hier wieder der Ermittler logischerweise. Und das ist ein sehr persönlicher Fall, sagen wir mal, in den Tom Babylon hier reingezogen wird. Das Ganze beginnt mit dem Mord an einem sehr berühmten Sänger. Ich weiß nicht, ob es diesen Sänger in Wirklichkeit gibt. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall stirbt der bei seinem Besuch in Berlin. Und er wird kurz vorher mit einer unbekannten Frau gesehen, die ihm einen Umschlag überreicht. Ja, was da jetzt drin ist, möchte ich gar nicht so genau drauf eingehen. Auf jeden Fall wird Tom da sehr reingezogen. Dieser ganze Fall bewegt sich dann auch 30 Jahre in die Vergangenheit, vor dem Mauerfall 1989 und vor allen Dingen in die Vergangenheit von Tom, beziehungsweise so von seiner Familie, also von seinen Eltern. Ich möchte da gar nicht genau drauf eingehen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, die ersten beiden Teile davor zu lesen, weil man dann einfach ein bisschen besser versteht, was da alles dahinter steckt, weil es doch viele Erklärungen gibt und vor allen Dingen, wenn man jetzt hier den Teil liest, würde man auf das Ende zum Beispiel von Teil 2 gespoilert werden. Deswegen wäre es schon ratsam, sagen wir mal, die ersten beiden Teile zu lesen. Mir hat dieser dritte Teil wieder richtig gut gefallen. Ich habe dem Ganzen 4 Sterne gegeben. Es war einfach so, dass, also man hat ja aus 2 Perspektiven gelesen, die Gegenwart und die Vergangenheit. Ich fand beide mega spannend und habe aber am Anfang noch nicht so ganz gecheckt, was das jetzt beides miteinander zu tun hat, was natürlich auch durchaus sehr positiv ist. Mir hat aber letztendlich der Grund, warum ich jetzt nur also einen Stern abgezogen habe, hat mir letztendlich die ganze Erklärung, was es mit die Hornisse auf sich hat, ein bisschen
gar nicht gefehlt, also es kam mir einfach zu kurz. Es ist so, dass wir das eigentlich im gesamten Buch irgendwie so ein bisschen mitziehen, es da aber keine genaue Erklärung zu gibt und man deswegen jetzt nicht so krass dahinter steigt, also ich zumindest nicht. Und am Ende wird das nur noch mal so kurz erwähnt, ja, das und das war's und dann ist so, ja, okay, also irgendwie, weiß ich nicht, war das ein bisschen merkwürdig. Ja, das war so mein größter Kritikpunkt und dann war es auch so, dass ich teilweise Kapitelenden hatte, dann kam das nächste Kapitel und ich hatte das Gefühl, dazwischen ist irgendwas passiert, was ich als Leser nicht mitgekriegt habe. Das ist immer was, was ich nicht so gerne mag, weil ich doch als Leser lieber selber lese, was jetzt passiert, anstatt dass das dann irgendjemand nur so erzählt. Ja, aber im Großen und Ganzen, ich fand es wieder super spannend. Die Story ist mega, gerade dieses Persönliche von Tom, dass er da so richtig drin ist. Die ganze Ermittlung läuft dann auch dadurch ein bisschen anders. Ja. Also wirklich ganz, ganz groß, fand ich wirklich super gemacht. Und das Ende ist wirklich richtig fies. Also da dachte ich mir auch so, nein. Also wirklich mit dem letzten Satz ist es so ein heftiger Cliffhanger. Es wird auf jeden Fall einen vierten Teil geben, da bin ich mir sehr sicher. Aber ja, ich glaube, wir müssen jetzt wieder ein Jahr warten, was echt ein bisschen ärgerlich ist. Generell kann man auch noch dazu sagen, in dem ganzen Buch gibt es eine Grundstory, die sich jetzt von Teil 1 bis 3 durchzieht. Ich möchte darüber jetzt nicht genau sprechen, was das für eine Grundstory ist, aber die sitzt immer so hinten und das ist einfach etwas, was diese ganze Story und Tom als Ermittler irgendwie ausmacht. Und ja, ich mag das auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Und schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr die Reihe kennt von Mark Rabe und wie ihr die ersten Teile, beziehungsweise vielleicht jetzt auch den dritten Teil, kanntet? Nein, fandet. alles natürlich ohne Spoiler unten in die Kommentare. Genau, und dann habe ich gesagt, ich habe noch ein drittes Buch beendet. Dieses Buch werde ich euch jetzt nicht in die Kamera halten. Ich habe generell beschlossen, das einfach aus YouTube und Instagram rauszuhalten. Der Grund ist, dass ich über Facebook an einem Lesekreis sozusagen teilnehme. Das Ganze nennt sich das Lesejournal der Leseklub per Post. Das ist die Facebook-Gruppe, falls ihr da gerne mal nachschauen wollt. Und zwar ist es so, dass also es funktioniert so, dass wir eine kleine Gruppe sind von, ich glaube, 6 Frauen. Und jeder von uns oder jede von uns hat ein Buch sich rausgesucht, das sie weiter verschickt hat. Und zusammen mit einem Notizbuch. Und dann ging es darum, dass jeder sozusagen in seinem Notizbuch sich erstmal vorstellt, erklärt, warum hat er jetzt dieses Buch ausgesucht. Und alle anderen, die dieses Buch dann danach lesen, schreiben ihre Meinung dazu rein. Das heißt, ich habe jetzt das erste Buch bekommen, schreibe meine Meinung in das Notizbuch zu diesem Buch, schicke das Buch weiter und bekomme dafür von jemand anders wieder ein Buch zugeschickt. Das Ganze läuft ein Jahr lang, wo wir dann insgesamt 6 Bücher sozusagen haben. Und jeder hat 2 Monate Zeit, die Bücher zu lesen. Dann am Ende bekommt man sein Buch mit seinem Notizbuch zurück und kann dann eben lesen, was die anderen über dieses Buch gesagt haben. Wir haben uns vorher so eine kleine Liste gemacht, wer was gerne liest, wer was überhaupt nicht gerne liest. Und danach hat man natürlich auch versucht, das auszusuchen, dieses Buch. Und ich finde es einfach super spannend, diese ganze Sache. Und ich hatte total Lust, da mitzumachen, gerade auch, weil ich dachte, da kann ich ein bisschen vielleicht auch aus meiner Komfortzone raus mal Bücher lesen, zu denen ich wahrscheinlich selber vielleicht gar nicht gegriffen hätte. Und so war es jetzt auch bei diesem ersten Buch. Es ist ein Buch, was ich selber, ich würde jetzt sagen, dass ich es noch nie gesehen habe, aber ich hatte es jetzt nie so auf dem Schirm, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Und was ich jetzt selber persönlich halt mir selbst nie ausgesucht hätte zu lesen. Das ist eigentlich das Coole an diesem Lesekreis. Und ich möchte jetzt nicht darüber reden auf YouTube und Instagram, weil es einfach so ist, dass wir uns natürlich vorher nicht gesagt haben, welche Bücher jeder ausgesucht hat. Das heißt, in meinem Notizbuch steht auch als Beispiel jetzt drin, wer ich bin und dass ich jetzt eben auch auf YouTube und Instagram unter Juli Bücher unterwegs bin. Das bedeutet, wenn ich jetzt das Buch vorstellen würde, was ich jetzt gelesen habe, kann es sein, dass das jemand schon sieht, der eben auch oder diejenige, die auch in diesem Lesekreis drin ist und dann weiß sie eventuell, um welches Buch es sich dreht. Und das möchte ich nicht. Ich möchte da keinen spoilern. Das ist ja auch für mich eine super Überraschung, jedes Mal dann rauszufinden oder im Briefkasten ein Buch zu haben, wo ich überhaupt nicht weiß, was es jetzt ist. Finde ich super interessant. Und jetzt habe ich eben das erste gelesen.
Und ja, ich kann euch sagen, mir hat es ganz gut gefallen. Es war jetzt nicht übermäßig gut. Ich habe mich aber jetzt eben dazu entschlossen, das aus diesem Videoformat und generell erstmal von YouTube fernzuhalten und das Ganze dann in einem extra Video nächstes Jahr auf online zu stellen. Das heißt, da werde ich nochmal über diesen Lesekreis allgemein sprechen und dann immer zusammenschneiden, welche Bücher ich gelesen habe. Also ähnlich wie dann in meinen letzten Lesemonaten, wo ich dann zusammengeschnitten habe, so wird das hier auch sein, nur dass sich dieses Video dann über ein Jahr zieht. Genau, ich glaube, ich habe da ganz genug darüber geredet. Falls euch das interessiert, schaut gerne mal in der Facebook-Gruppe vorbei. Das Ganze läuft jetzt natürlich schon. Ich weiß nicht, ob man da jetzt noch einsteigen kann, aber ich kann mir vorstellen, wenn sich halt jetzt nochmal 6 Leute finden, dass man da auch einfach eine neue Gruppe sozusagen starten kann, weil wir sind natürlich wesentlich mehr als 6 Leute in dieser Facebook-Gruppe und dann gibt es halt so kleine 6er-Gruppen. Und wenn halt sich genug Leute finden, denke ich, dann würde auch nochmal was Neues starten. Und ich glaube, da gibt es auch nochmal eine Erklärung, falls ihr jetzt nicht so ganz verstanden habt, was ich euch damit sagen wollte. Genau, dann habe ich mir überlegt, möchte ich in diesem Videoformat auch darüber sprechen, welche Bücher ich aktuell angefangen habe. Das heißt, alle Currently Readings von mir und ja, um euch da auch mal so zwischendurch ein Fazit zu geben, ich mag das ganz gerne auch bei anderen zu schauen, wie empfinden sie die Bücher eigentlich so zwischendrin. Und das finde ich ziemlich interessant und deswegen wollte ich das auch machen. Und das wird jetzt auch alles in dieses Video gepackt. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Video sehr lang wird, aber ich gucke selber auch ganz gerne lange Videos. Deswegen, ja, glaube ich, ist das jetzt nicht das größte Problem. Und das erste Buch, was ich aktuell lese, ist Blutdämmerung von Rainer Löffler. Falls ihr meinen letzten Lesemonat gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich Blutsommer gelesen habe von ihm. Blutsommer ist der erste Band und Blutdämmerung jetzt der zweite Teil der Reihe. Und der dritte Teil ist der Näher, den ich vor, keine Ahnung, 3 Jahren, 4 Jahren gelesen habe, ich glaube, als er rauskam. Und ich dachte mir so, ja, die Reihe könntest du jetzt mal weiterlesen und demzufolge dann auch beenden, weil sie besteht, soviel ich weiß, nur aus 3 Teilen. Und jetzt lese ich eben den zweiten, das ist Blutdämmerung. Den habe ich mir über die Online ausgeliehen als E-Book. Und genau, wir haben hier wieder Martin Abel, der arbeitet bei der operativen Fallanalyse zusammen mit seiner Kollegin Hanna Christ. Und Martin Abel ist ein sehr merkwürdiger Typ, wo eigentlich keiner so richtig Bock hat, mit ihm zusammenzuarbeiten. Dann ist es aber so, dass die Polizei in Köln wieder sehr, sehr grausame Leichenfunde hat und sich dann denkt, okay, dann greifen wir doch auf Martin Abel zurück und bitten ihn um Hilfe, weil er ihnen im ersten Band in Blutsommer doch ganz gut geholfen hat. Und in Blutdämmerung ist es eben so, dass mehrere junge Frauen Leichen gefunden werden in einem See. Und ich glaube, ich möchte da jetzt gar nicht so genau auf die Details eingehen, weil das so schockierend ist, dass ich es super spannend fand, das zu lesen und rauszufinden. Ich weiß auch gar nicht, ob es auf dem Klappentext hinten draufsteht. Wie gesagt, ich habe es als E-Book, da gibt es jetzt keinen Klappentext. Also mindestens nicht hinten drauf. Und genau, ich mag Martin Abel sehr gerne. Ich habe ihn schon im ersten Band und auch im letzten Band total gern gehabt. Wobei er im letzten Band, also im dritten, halt schon so ein bisschen netter ist irgendwie. Und im ersten ist er so richtig kauzig irgendwie drauf. Das hat sich im zweiten auch schon wieder jetzt ein bisschen gelegt. Und das mag ich super gerne, auch diese Entwicklung eben von Abel, auch wenn ich sie in der falschen Reihenfolge gelesen habe. Und auch Hanna Christ, also beide, wie sie eben auch an diesen Fall rangehen, diese operative Fallanalyse, was sie versuchen, um rauszufinden, wer könnte der Täter sein, was für ja, Methoden sie haben und wie sie einfach dieses Profil erstellen, also wie sie jetzt auch rausfinden, okay, der Täter hat wahrscheinlich das und das Alter, er hat die und die Struktur, er wird wahrscheinlich dort und dort leben. Und das finde ich so mega interessant. Und dann hat man halt noch diesen brutalen Fall, wo dann auch immer wieder neue Sachen dazukommen, also wirklich mega. Ich glaube, dass ich aktuell so um die 100 Seiten gelesen habe. Ich müsste jetzt mal genau nachzählen, beziehungsweise nachschauen. Aber ja, ein Buch, was mir auf jeden Fall unheimlich gut gefällt. Wobei ich irgendwie sagen muss, auch im ersten Teil irgendwas fehlt, um es zu einem richtigen Highlight zu machen. Das ist bei dem Buch auch so. Ich weiß nicht warum, ich kann das überhaupt nicht erklären, was mir da fehlt, aber ja,
Wir werden sehen, ob bei dem Buch vielleicht noch irgendwas rauskommt. Weil zum Beispiel der Näher, den habe ich mit 5 Sternen bewertet, weil das einfach unheimlich gut ist. Und ja, worauf ich noch ein bisschen hoffe in dem Buch ist jetzt, dass wir vielleicht auch wieder ein bisschen aus der Sicht des Täters lesen, ohne selber zu wissen, wer er ist, weil das finde ich in Büchern immer mega und das macht so, so spannend. Ja, da hoffe ich auf jeden Fall sehr drauf. Und als zweites lese ich ein E-Book, was mir vom Drömer-Knauer Verlag zur Verfügung gestellt worden ist, und das ist Der Heimweg von Sebastian Fitzek. Wer hätte es gedacht, ein Buch, was ja jetzt auch vor kurzem erschienen ist und was gefühlt jeder lesen will, zumindest alle, die so ein bisschen in die Thriller-Richtung lesen. Ich muss sagen, ich bin ja nicht der größte Fitzek-Fan, und vor allen Dingen, was mich an Fitzek oft stört, ist, dass er manchmal so richtig unrealistisch abdreht, vor allen Dingen am Ende von seinen Büchern. Als Beispiel wäre zum Beispiel Splitter, falls ihr das gelesen habt, oder Die Therapie. Das sind bei mir, also für mich waren das Enden, wo ich mir dachte, so, was das? Also, was hat dieser Mann sich dabei gedacht, so etwas zu schreiben? Also wirklich, keine Ahnung. Und das hat für mich immer die Bücher ein bisschen kaputt gemacht, aber trotzdem möchte ich irgendwie mehr Bücher von Fitzek lesen. Und dieses Buch lese ich jetzt aktuell in einer ganz tollen Leserunde mit Jenny von Letters and Life, mit Sarah von Alice im Bücherland, mit Carly von Carlys Books, mit Steffi von der Buchschnack und mit Christine von Christinchen. Und wir haben jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich dieses Video hier drehe, 2 Abschnitte gelesen und wir sind super im Austausch. Also wir versuchen da schon Theorien zu entwickeln, was dahinter steckt. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube, dass Fitzek ein sehr guter Autor ist, um in den Leserunden zu lesen. Einfach weil man so viel versuchen kann, da rein zu interpretieren und so Theorien spinnen kann. Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht sage ich noch kurz, um was es geht, wobei ich glaube, dass ihr das schon mitgekriegt habt. Es ist so, dass eine junge Frau, das ist Clara, ruft bei einem Heimwegtelefon an. Das ist so ein Begleitservice, wo man anrufen kann, wenn man zum Beispiel Angst hat auf dem Nachhauseweg, und sie landet dann bei Jules und die beiden unterhalten sich und dann kommt so ein bisschen raus, warum ruft Clara da an? Was ist so in ihrer Vergangenheit passiert? Was ist aktuell so in ihrem Leben los? Und man merkt auch ganz schnell, dass bei Jules auch nicht alles so in Ordnung ist oder so schön ist, wie man es vielleicht hofft. Und ja, ich möchte da gar nicht so genau eingehen, weil ich glaube, irgendwas steht auf dem Klappentext, was bisher noch nicht aufgekommen ist im Buch. Und ich warte da noch so ein bisschen drauf. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar ein Spoiler ist. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht so genau darauf eingehen, was da alles passiert. Auf jeden Fall gefällt es mir bisher sehr gut. Es ist super spannend. Es lässt sich sehr leicht lesen, wie es halt eigentlich immer bei Fitzek ist. Und er baut viele verschiedene Sachen ein. Er ist auch recht brutal direkt jetzt am Anfang. Ich weiß nicht, ob er schon immer so brutal ist oder ob mir das jetzt nur so vorkommt, aber ich finde das tatsächlich gut, muss ich sagen, weil er da auch einfach kein Blatt vor den Mund nimmt. Er thematisiert Themen, die super wichtig sind, darüber zu reden, auch wenn sie grausam sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bisher muss ich sagen, es gefällt mir wirklich gut. Ich hoffe nur wirklich sehr, dass er zum einen am Ende nicht wieder vollkommen unrealistisch abdreht und dass es nicht too much wird, bezüglich seiner ganzen unterschiedlichen Stories, die er jetzt schon im zweiten Abschnitt so angefangen hat und zusammenpackt, dass sie dann wirklich auch irgendwie realistisch und irgendwo, ja, wie sagt man, halt gut einfach zusammenkommen und nicht vollkommen irrsinnig sind, sagen wir mal. Aber bisher gefällt es mir auf jeden Fall sehr gut. Wenn wir einmal bei Fitzek sind, möchte ich auch gerne noch darüber sprechen, dass ich theoretisch im Dezember gerne einen Fitzek Lesemonat machen wollte. Es ist einfach so, dass ich gerne mal mehr Bücher von Fitzek lesen möchte, beziehungsweise die auch hintereinander lesen möchte, um zu vergleichen, ob wirklich Bücher ähnlich sind. Weil ich doch das Gefühl habe, dass er oft Stories rausholt, die sich irgendwie ähnlich sind. Also gerade seine letzten Bücher, ich weiß nicht, jetzt beim Heimweg nicht, aber ich glaube, bei den anderen 3 Büchern davor ging es darum, dass ein Kind entführt worden ist oder die Mutter ist entführt worden. Also ständig wurde irgendjemand entführt. Und ich möchte es einfach gerne mal miteinander vergleichen. Und ich hatte mir gedacht, ich mache einen Fitzek-Lesemonat im Dezember
und lese einfach ganz viele Fitzek. Der Punkt ist, dass ich jetzt zum einen noch ein Rezensionsexemplar bekomme, was kein Fitzek ist. Und ja, auch so gucken musste, dass ich die Bücher irgendwo herkriege. Es ist so, ich möchte mir die nicht kaufen. Dafür reicht mein Fitzek-Fangirl sozusagen nicht aus, um die Bücher im Regal zu haben. Deswegen möchte ich mir diese Bücher ausleihen. Der Punkt ist, dass ich jetzt drei Bücher, ja, in der Bücherei angefragt habe als E-Books und die tatsächlich jetzt schon gekriegt habe. Das heißt, ich muss die jetzt eigentlich schon im November lesen, damit ich ja, damit sie nicht wieder vergriffen sind, sozusagen. Deswegen wird das jetzt sozusagen ein Fitzek-Lesemonat November, Dezember, so ein bisschen. Zum anderen habe ich mir auch noch ein anderes Buch ausgemacht, in einer Leserunde zu lesen, was kein Fitzek ist, was dann auch im Dezember wahrscheinlich kommt. Deswegen werde ich das einfach ausweiten. Und ja, ich wollte dich dazu einladen, da mitzulesen. Folgende Bücher möchte ich auf jeden Fall lesen. Also Der Heimweg aktuell schon. Dann Der Nachtwandler, Das Kind, Amokspiel, Das Geschenk, Noah, Flugangst 7a und eventuell Fische, die auf Bäume klettern. Das sind einfach alles Bücher, an die ich jetzt kostenlos rankomme, die ich nicht kaufen muss, die ich mir ausleihen kann und die ich noch nicht gelesen habe. Und ich habe mir das so gedacht, ich möchte jetzt nicht dazu aufrufen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt zu lesen, gerade weil ich selber noch nicht so richtig weiß, wie das bei mir alles in den Plan irgendwie reinpasst. Ich hatte mir dadurch überlegt, jeder, der möchte, liest diese Bücher oder eins oder zwei oder was auch immer in seinem eigenen Tempo. Und wir sprechen dann am Ende des Dezembers über diese Bücher. Das Ganze wird dann wahrscheinlich in der Facebook-Gruppe Gemeinsames Lesen stattfinden. Das werde ich euch unten auch mal in der Infobox verlinken. Und so wie ich es mir aktuell gedacht habe, möchte ich dann vielleicht so am 20., wobei das wird vielleicht, je nachdem wie viele Bücher es sind, zum Beispiel am 20. Dezember starten und dann sprechen wir am 20. Dezember in einem Beitrag in dieser Facebook-Gruppe, zum Beispiel über Der Nachtwandler. So, und dann sprechen wir am 21. über Amokspiel. Dann sprechen wir am 22. über Noah. So ungefähr habe ich mir das jetzt überlegt. Ihr könnt mir gerne unten in die Infobox schreiben, wie ihr das findet. Ich glaube, das ist so die beste Variante, dass jeder einfach selber für sich die Bücher lesen kann, die er möchte, wo er selber Interesse dran hat und ja, man einfach nicht diesen Druck hat, täglich zu lesen, sich täglich auszutauschen. Das war jetzt so meine Idee und das Ganze dann einfach über die Facebook-Gruppe, weil es da, glaube ich, am einfachsten ist. Und ich kenne mich jetzt mit Hangouts nicht aus und ich weiß nicht, ob das Interesse für Hangouts hier auf YouTube so groß ist zu diesen Büchern. Falls ja, schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Dann könnte man vielleicht noch überlegen, das auch als Hangout zu machen. Aber sonst wird das einfach nur in diesem Beitrag wahrscheinlich stattfinden, wo wir natürlich auch spoilern können und jeder schreibt einfach das rein, was er denkt. Und ja, das wäre jetzt so meine Grundidee. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu sagt und ob ihr vielleicht Bock habt, bei dem einen oder anderen Buch mitzulesen, beziehungsweise dann am Ende Dezember mitzudiskutieren. Genau, was habe ich mir noch auf meine Liste geschrieben? Wenn ihr dieses Video seht, ist die, wie nennt sich das? Abstimmung zum Swiller-Leseklub schon online. Das ist natürlich auch etwas, was mich eigentlich jeden Monat beschäftigt. Seit September darf ich dort auch Moderator sein im Swiller-Leseklub und alle 4 Monate drei Bücher vorschlagen, die wir zusammen lesen. Ich glaube, ich bin im Januar dran, das heißt, ich schlage im Dezember wieder Bücher vor. Und jetzt hat die Jenny von Jennys Lesestoff Bücher vorgeschlagen und normalerweise kommt das Ganze am 10. erst online, aber Jenny hat es tatsächlich schon am 8. online gestellt. Deswegen kann ich euch jetzt sagen, welche Bücher aktuell zur Auswahl stehen. Und zwar ist das einmal Little Lies, dann Die Freundin und Krokodilwächter. Ihr würdet das jetzt hier mal sehen, ich blende es euch mal ein. Ich habe mich jetzt zu keinem Buch genau informiert, um was es geht. Krokodilwächter hatte ich mal da, weil ich das, glaube ich, über Lovely Books über die Buchmesse bekommen habe. Ich habe es aber wieder aussortiert, weil es mich nicht interessiert hat. Das heißt, sollte es dieses Buch werden, werde ich auf jeden Fall nicht mitlesen. Bei den anderen, die sprechen mich vom Cover her schon an, deswegen muss ich mir nochmal durchlesen, um was es geht und dann einfach gucken, ob es reinpasst. Gerade wenn ich jetzt wirklich vorhabe, so viele Fitzeks zu lesen, wird es vielleicht ein bisschen eng mit dem Swiller-Leseklub. Aber falls ihr Lust habt auf eines dieser Bücher und das in der Leserunde, dann
Schaut gerne im Sula Leseklub vorbei, auch der steht in der Infobox verlinkt. Und dann könnt ihr da gerne abstimmen und das Buch mit den meisten Stimmen wird dann im nächsten Monat gelesen, also im Dezember. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt reingeguckt habe, war die Abstimmung wirklich sehr gleich. Also irgendwie, ich glaube, jedes Buch hatte 6 Stimmen, wo ich geschaut habe. Von daher könnte es eine echt enge Abstimmung werden. Dann habe ich auf meiner Liste noch etwas stehen, was jetzt im Laufe der Woche passieren wird. Und zwar das Bookstock-Festival von Hugendubel. Da wollte ich euch einfach mal drauf aufmerksam machen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, da werden Online-Lesungen stattfinden. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, sind das auch hauptsächlich Swilla. Deswegen passt das ganz gut auf meinen Kanal. Unter anderem wird nächsten Samstag am, weiß ich gar nicht, was das für ein Datum ist, 15.? Irgendwie so. Auf jeden Fall wird am Samstag, nein, am Sonntag, Samstag, ich werde euch das in der Infobox verlinken, gibt es auf jeden Fall eine Online-Lesung von Sebastian Fitzek zu Der Heimweg, falls ihr euch das interessiert. Dann gibt es auf jeden Fall eine Lesung, die ich mir gerne angucken möchte, ich glaube am Mittwoch, zu Lars Kepler. Das müsste auch der neueste Band dann sein. Und dann gibt es auch eine Lesung von Stefan Harbort, der ja so True Crime schreibt. Also es gibt auf jeden Fall ganz tolle Sachen. Und ich werde es euch auch in der Infobox verlinken. Das sind wie gesagt Online-Lesungen. Gerade in der heutigen Zeit finde ich das eigentlich wirklich ziemlich cool, was da alles möglich ist. Und falls ihr da Zeit und Lust habt, dann schaut da gerne mal vorbei, falls euch das interessiert. Das wollte ich einfach nur mal erwähnen. Und genau, ansonsten, was ich auch erwähnen wollte, was ich diese Woche gemacht habe, ist ein Escape Room Spiel auf der Seite von Lübbe. Und zwar gibt es ja dieses neue Buch, Jigsaw Man heißt es, glaube ich. Das ist ein Thriller, der auch vielen Bloggern zur Verfügung gestellt worden ist. Ich habe ihn jetzt nicht gelesen. Und da geht es irgendwie um einen Puzzlemörder. Also scheinbar lässt er so, weiß nicht, ob er seine Leichen zerstückelt und diese Puzzleteile überall hinlegt. Ich habe mich nicht genau damit beschäftigt, muss ich sagen. Und zu diesem Buch gibt es ein Escape Room Spiel. Das ist nicht lange. Ich glaube, ich habe da knapp 15 Minuten gespielt. Aber ich fand es schon ziemlich cool. Also auch wenn ihr so Escape Rooms ganz gerne mögt, dann könnt ihr auch da mal vorbeischauen. Ich werde einfach alles, was ich irgendwie in diesem Video erwähne, unten in die Infobox packen, damit ich das jetzt nicht noch 5-mal sage. Und ja, dann habe ich noch etwas, was mit Büchern zu tun hat. Und das ist auch jetzt diese Woche gestartet, deswegen passt das ganz gut. Ihr seht, ich habe mir wirklich gefühlt alles einfach aufgeschrieben, was mir zu Büchern oder was mich zu Büchern diese Woche beschäftigt hat. Und das ist eigentlich genau das, was ich mit diesem Format erreichen möchte. Euch erzählen, was interessiert mich diese Woche oder was hat mich beschäftigt bezüglich Büchern und vielleicht was beschäftigt euch. Und euch auch so ein paar Tipps geben, was es alles so gibt oder was ich vielleicht so entdeckt habe. Und jetzt möchte ich darüber sprechen, dass ich mich in der Schule der 1000 Bücher angemeldet habe. Das Ganze läuft über Instagram und ist von 2 Bloggerinnen ins Leben gerufen worden. Das orientiert sich so ein bisschen an Hogwarts. Also es ist eine Schule, wo es einfach ums Lesen gehen soll. Es gibt wöchentliche Aufgaben, die man erledigen kann, die eben mit Büchern zu tun haben. Es gibt monatliche Aufgaben. Es geht auch einfach so ein bisschen um das gemeinsame Lesen, um den Subabbau, was bei mir jetzt nicht so hoch im Kurs steht, weil ich habe nur noch 2 Bücher auf dem Sub. Aber ja, einfach so diese Gemeinschaft des Lesens und die Idee finde ich super cool. Es orientiert sich, wie gesagt, ein bisschen an Harry Potter. Es gibt 4 Häuser, wo man sich so einteilen kann. Ein Haus ist schon voll, soviel ich weiß. Es ist auch das Haus, in dem ich drin bin. Und ja, ich finde es einfach super cool. Es gibt auf jeden Fall noch Plätze, falls ihr Lust habt, da mitzumachen. Ich werde die Instagram-Seite mal unten verlinken. Da könnt ihr euch mal genau durchlesen, um was es überhaupt geht. Weil ich glaube, das ist auch so komplex. Ich möchte das jetzt gar nicht so genau definieren. Auf jeden Fall, ja, falls euch da auch einfach Lust habt, auch so ein bisschen wöchentlich noch ein bisschen kreative Aufgaben zu bekommen, was es mit Büchern monatliche Aufgaben bezüglich Büchern, ja, dann schaut auch da gerne mal vorbei. Und das war jetzt tatsächlich alles, was ich zum Thema Bücher habe. Und dann wollte ich einfach nochmal ganz kurz über Fernsehsendungen sprechen, die mich in dieser Woche jetzt beschäftigt haben. Das sind nämlich aktuell 4 Stück, die abends laufen und das ist echt viel. Also normalerweise gucke ich gar nicht so viel fern.
Aber jetzt kommen einfach so viele Sendungen auf einmal, die ich gerne gucken möchte. Und mich würde auf jeden Fall sehr interessieren, ob ihr die auch schaut. Und zum einen hat diese Woche angefangen das große Backen. Das kam jetzt am 1.11. das erste Mal und jetzt am 8. schon das zweite Mal. Also ich habe jetzt in diese Woche den Sonntag mit reingezählt von letzter Woche. Genau, und ich gucke das große Backen einfach super, super gerne. Ich bin jetzt nicht der größte Backfan an sich. Also wenn ich backe, dann gehe ich ins Kaufland und kaufe mir so eine Fertigmischung, ja, wo ich nur noch Wasser, Öl und Eier reinwerfen muss und dann läuft's in der Regel. Also so richtig krass kreativ bin ich da nicht. Aber mir macht das schon Spaß. Ich habe das zu Hause auch oft gemacht, weil meine Mama auch Konditorin ist und ja, gerade so Plätzchen zu Weihnachten gab es bei uns eigentlich wirklich viel. Und deswegen gucke ich das auch ganz gerne und ich bin einfach auch super fasziniert, was die da alles können. Also allein, wie kreativ die sind, wenn die da so ihre Torten dekorieren. Also ich glaube, also ich würde jetzt schon sagen, ich bin auch schon kreativ, aber so nicht. Und vor allen Dingen, ja, ich glaube, ich wäre nie so geschickt, da irgendwelches Zeug zu modellieren. Also ja, finde ich auf jeden Fall super faszinierend. Was dann auch noch läuft im Fernsehen, ist zum Beispiel Hochzeit auf den ersten Blick. Das kam jetzt am Mittwoch das erste Mal. Und ja, was soll man dazu sagen? Ich finde die Serie mega geil. Also ich glaube, die ersten zwei oder drei Staffeln habe ich nicht geschaut, weil ich einfach dachte, so, das ist einfach nur richtig bescheuert. Wer guckt sich sowas an? Aber irgendwann habe ich es mir angeguckt und irgendwie ist es doch schön. Weil Hochzeiten ist einfach so ein. Es ist einfach ein tolles Thema und es ist so dann doch irgendwo romantisch und es ist einfach nur toll, wirklich. Auch wenn natürlich dieser Hintergrund, dass sie sich noch nie gesehen haben und ich mir manchmal denke, so, Mädel, du bist 23 Jahre alt, du bist super hübsch, warum heiratest du jemanden, den du nie gesehen hast? Wo ich mir dann schon denke, warte halt nochmal 2 Jahre, irgendwie kommt der Typ schon um die Ecke, der Richtige. Aber ja, irgendwie kann man es doch nachvollziehen, weil jeder sich ja irgendwie, oder die meisten, sich irgendwie nach einer schönen Beziehung einfach sehnen. Und ich finde das schon interessant, dass man da wissenschaftlich schon rangehen kann. Und man muss ja sagen, es hat in den letzten Staffeln jetzt nicht übermäßig geil funktioniert. Also es haben sich ganz viele Paare auch scheiden lassen. Aber es hat funktioniert. Im letzten Jahr sind ja, glaube ich, drei oder sogar vier. Hier ist, glaube ich, Paare von 6 Paaren zusammengeblieben und das finde ich super faszinierend. Und ich finde es toll, wenn so jemand, also wenn man eben auf diesem Weg auch seine Liebe findet. Und jetzt ist eben wieder angefangen in der ersten Staffel, in der ersten Folge hat schon ein Paar geheiratet und das zweite heiratet jetzt in der zweiten. Und gerade auch das zweite finde ich super interessant, weil ich glaube, er ist 56 und sie ist 52 und ich finde das halt super interessant, dass sie sagen, sie möchten einfach auch in dem Alter nochmal die Liebe finden und das auch auf diesem Wege. Also ich finde das super interessant und vor allen Dingen ist es auch eine unterhaltsame Sendung. Also man kann da jetzt nicht sagen, natürlich, die einen finden es total Banane, aber ich finde es einfach cool und es ist halt wirklich, es ist auch einfach Unterhaltung, muss man dazu sagen und deswegen gucke ich das sehr, sehr gerne. Und dann läuft auch The Masked Singer. Das läuft ja jetzt schon, glaube ich, 2 Wochen. Auch eine Sendung, die ich ziemlich cool finde. Die ich dann tatsächlich auch mit meinem Mann zusammen gucke. Die anderen beiden gucke ich eher alleine. Und ja, mega. Also ich glaube, dass das ganze Konzept eigentlich klar ist. Es ist einfach so, dass die 10 ja, mehr oder weniger prominente Personen, egal aus welchem Bereich, also ob sie jetzt Sänger sind oder Schauspieler oder Moderator, verkleiden, also sie haben Masken auf, sie haben ein gesamtes Kostüm auf oder an und singen in diesem Kostüm und keiner weiß, wer sie ist oder wer sie sind. Und dann gibt es immer nur Hinweise, wer es sein kann. Und ich finde das super cool. Natürlich kann nicht jeder singen, aber man konzentriert sich auch mehr auf die Stimme und ja, also finde ich wirklich ziemlich cool, auch wenn ich sagen muss, irgendwie glaube ich, dass es in Deutschland anders ist, diese Sendung. Also die gibt es ja auch in anderen Ländern. Und so wie ich das mal gelesen habe, ist es in anderen Ländern so, dass dort auch Nicht-Sänger, also oder beziehungsweise Nicht-Prominente mitmachen, die halt einfach so gefühlt von der Straße kommen, so wie ein ganz normaler Mensch halt, und die dort auch mitmachen. Und es dann eben nicht darum geht, herauszufinden, wer ist,
wer steckt hinter dem Kostüm, sondern wirklich dann auf die Stimme zu gucken und einen Sieger zu erklären, der gut singen kann. Das ist halt in Deutschland ein bisschen anders. In Deutschland geht es halt wirklich gefühlt darum, wer steckt dahinter. Aber auch das finde ich ziemlich cool und macht wirklich Spaß zu schauen. Und das kommt immer dienstags oder mittwochs? Dienstags, genau. Und das heißt, ich drehe dieses Video jetzt Montag, also kommt es morgen. Und dann auch eine Show, wo es auch um die Stimme geht, die gucke ich auch mit meinem Mann zusammen, ist The Voice. Da hat jetzt in dieser Woche die Battles angefangen. Und ich finde die Battles auch ziemlich cool, sind aber nicht ganz so interessant wie die Blinds, muss ich sagen. Weil bei den Blind Auditions geht es halt wirklich darum, erstmal zu suchen, kann derjenige singen, kann er nicht singen. Welcher Coach interessiert sich dafür? Was sagt der Coach dazu? Das finde ich schon ziemlich cool. Und in den Battles weiß man ja, die Leute können singen. Es geht jetzt nur darum, wer ist besser. Und in den Battles finde ich das einfach so krass, dass sie so heftig aussortieren müssen einfach. Also weil die hauen da ja einen guten Sänger nach dem anderen raus, einfach weil sie ihr Team halt um die Hälfte verkleinern müssen. Und ja, finde ich so krass, aber es macht einfach wirklich auch Spaß, dazu zu hören, auch so den Coaches. Wobei ich sagen muss, dass dieses Jahr in den Blinds gingen mir die Coaches teilweise schon richtig auf den Sack, wie die sich da so gebettelt haben und sich gegenseitig auch so gedisst haben. Also nur um den Talent zu kriegen, das war teilweise schon echt viel. Aber prinzipiell sagen sie schon ehrliche Sachen. Am meisten mag ich tatsächlich von den Coaches den Mark Forster, einfach weil ich das Gefühl habe, er sagt wirklich auch mal was Negatives, ja. Also er dreht sich auch um und sagt, ja, das und das fand ich gut, aber das und das fand ich auch schlecht und daran müssen wir arbeiten. Und ich glaube, dass wenn man als Talent da auf dieser Bühne steht, das etwas ist, was einem wirklich was bringt, wenn der Coach sagt, das sind deine Schwächen, daran können wir arbeiten. Weil was bringt es mir, wenn der Coach mich sonst wo in den Himmel lobt und ja, wir können das Teil gewinnen und so. Ja, schön, klar freust du dich darüber, aber ich glaube, dass es irgendwie cooler ist, wenn du, ja, wenn man einfach auch Kritik kriegt. Und da mag ich den Mark Forster tatsächlich sehr gerne, weil er wirklich auch mal diese Kritik eben sagt und klar macht, woran er mit diesen Talenten arbeiten möchte. Das finde ich wirklich gut. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Mark hatte jetzt eine Gruppe dabei, also die sind eine Fünfergruppe, ein Quintett, eine A-Cappella-Gruppe, und ich bin ein Riesenfan der Filme Pitch Perfect und deswegen fand ich auch diese Gruppe einfach nur mega cool und ich war schon in den Blinds super begeistert von dieser Gruppe und auch in den Battles und ja, ich glaube, das war so das schon der coolste Moment, sagen wir mal, in der letzten Show, würde ich mal sagen, mit dieser Gruppe. Genau, das war jetzt alles tatsächlich, was auf meiner Liste stand. Es ist jetzt doch ein recht langes Video geworden, aber genau so habe ich mir das tatsächlich vorgestellt, dass ich einfach über alles sprechen kann, was mich in dieser Woche im Sinne von Büchern oder aber auch Fernsehserien, Filmen, Ähnliches beschäftigt. Ja, Filme habe ich diese Woche nicht geguckt, außer Harry Potter, da bin ich aber recht zeitnah eingeschlafen, also wirklich viel davon habe ich nicht gesehen. Aber kenne ich ja auch schon auswendig, von daher ist es nicht das Problem. Und ja, jetzt würde ich mich unheimlich sehr freuen, wenn ihr mir unten in die Kommentare schreibt, was sagt ihr zu diesem Format? Gefällt euch das? Habt ihr auch Lust, mit mir da mehr drüber zu reden, was mich aktuell so für Bücher beschäftigen, also sowohl beendet als auch gerade angefangen? Wenn ein neues Buch bei mir einzieht, dann zeige ich euch das natürlich auch in diesen Videos. Und ja, ich würde mich riesig über eure Kritik oder Anregungen zu diesem Videoformat freuen. Schreibt mir auf jeden Fall alles, was euch einfällt, unten in die Kommentare. Sonst natürlich auch alles zu den Büchern, die ich euch gezeigt habe, zu den Sendungen, die ich euch erzählt habe, zu allem anderen, was ich so erzählt habe. Ihr findet alles, wie gesagt, unten in der Infobox. Sowohl alles, was ich erwähnt habe, als auch die Bücher nochmal, falls ihr nochmal genau nach dem Klappentext oder Ähnliches schauen wollt. Und genau, ansonsten gibt es zum Beispiel auch in der Infobox und meinen Instagram-Kanal, falls ihr da Lust habt, mir zu folgen. Ja, ich glaube, ich habe jetzt genug geredet. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar von euch und freue mich sehr, sehr auf den Austausch. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Lesen und auf jeden Fall sehen wir uns
spätestens nächste Woche dann wieder in so einem Format. Aber zwischendurch wird es auch ein oder andere Video von mir geben. Deswegen sage ich erstmal ciao.